Was nochmal? Die Pistole ist ein Gasfeuerzeug. Ah, der Superpapagei. Richtig. 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 So, Kerzenstimmung, liebe Leute. Außerdem wollen wir natürlich auch noch die richtige Musik dazu haben. Ich werde dir jetzt eine Geschichte vorlesen, während du noch etwas in Photoshop sinnierst, lieber Ossel. Ja. So, Titel: Das Schlechteste, was Talida je geschrieben hat. Er rieb sich den Bart. War es richtig, was er hier anstellte? Er war Programmierer. In seiner Ausbildung hatte er gelernt zu recherchieren und er konnte finden, was immer er wollte. In diesem Falle Rumpels Haustür. Groß ragte sie vor ihm auf. Segen und Fluch zugleich. Das süße Versprechen von Akzeptanz und die Angst vor der Abweisung vermischten sich in seinem Magen zu einem mulmigen Gefühl. Eigentlich wusste Murphy nicht einmal, was ihn dazu getrieben hatte, in die S-Bahn zu steigen und sich auf den Weg nach Köln zu machen. Denn egal wo in Deutschland, es fährt immer eine S-Bahn nach Köln. Doch als er ausstieg, hatte er gewusst, wohin ihn seine Füße tragen würden. Er straffte die Schultern, nahm seinen Mut zusammen und drückte den Klingelknopf. Nach einem Moment, der ihm wie eine Ewigkeit vorkam, ertönte ein Surren und Murphy schob die Haustür auf. Vor ihm lag ein Treppenhaus. Wehe, der Kerl wohnt ganz oben, murmelte er und staffte eine Etage hinauf, eine weitere und dann noch eine, auf der er schließlich fündig wurde. S. Rumpel stand auf dem Schild neben der Tür, weil ich ja immer meinen Künstlernamen auf die Tür schreibe. Die Fußmatte war fein säuberlich auf dem Boden platziert, schien mit einem Lineal ausgerichtet und war so sauber, dass er den ernsthaften Verdacht hegte, Rumpel hätte sie vor kurzem in der Waschmaschine gewaschen. Ich glaube, das hast du auch. Die Tür war fest verschlossen. Als er eine Bewegung vernahm, fiel sein Blick auf den Türspion. Er kniff die Augen zusammen und erkannte hinter dem Glas ein weiteres, von der Linse verzerrtes, doch trotzdem vertrautes Auge. Auf der anderen Seite der Tür hatte Rumpel eine Hand auf die Klinke gelegt. Sein Herz pochte laut in seiner Brust und er konnte das Blut in seinen Ohren rauschen hören. Ihm war, als habe Murphy endlich seinen stillen Ruf vernommen, seiner Sehnsucht Gehör geschenkt. Er atmete tief ein, drückte die Klinke herunter und öffnete dem ungeahnten Besucher die Tür zu seinem Heim. Einen Augenblick später: Wärme. Stoff. Das leicht beschleunigte, doch regelmäßige Atmen eines Mannes an seinem Ohr. Ich habe das vorher noch nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Fest hielten sich die beiden umschlungen und jeder suchte Schutz an der starken Brust des anderen. Es war ein famoses Gefühl. Bart kratzte an Bart und Rot, Kupfer und Blond vermischten sich mit Braun und verdammt nochmal Weiß. Das ist eine Unverschämtheit hier. Einen Moment noch genossen sie die Körperwärme, dann lösten sie sich voneinander und Rumpel ging voran ins Wohnzimmer. Es fällt mir gerade auf, Rot, Kupfer und Blond. Das habe ich nicht alles auf dem Kopf von Murphy gesehen, diese Farben. Zumindest nicht in meiner Erinnerung. Während er ihm folgte, betrachtete Murphy die Bilder im Flur. Sie alle zeigten Rumpel selbst. Teilweise Zeichnungen aus der Community, doch hatte er tatsächlich auch Fotos von sich selbst eingerahmt. Ich hätte es doch vorher lesen sollen, muss ich ganz ehrlich sagen, sonst hätte ich da ein bisschen... Als er durch den Türrahmen trat, meinte er, von irgendwoher ein leises Kichern zu hören. Doch Rumpel winkte ihn zu sich und Murphy schlenderte mit wiegenden Hüften zu ihm. Zärtlich fasste Murphy ihm an die Wange und ließ seinen Finger sanft über Haut und Bart streichen.
Rumpel vermied es, ihn daran zu erinnern, dass er diesen Bart auch liebevoll Schenkelbürste nannte. Das habe ich nicht geschrieben und auch nicht vorgelesen. 1000 Schmetterlinge flatterten in seinem Bauch und das Glück blubberte wie ein dickflüssiger Zaubertrank direkt an seinem Herzen. Neue Musik. Eine Hand bekam warmes Fleisch zu fassen und drückte zu. Kann ich das hier weiter vorlesen? Ja, voll, los. Wieder ertönte ein leises Kichern, als sie sich entzückt über ihre Man-Boobs strichen. Keiner von ihnen war schwul, doch sie fanden einander so wundervoll, dass sie darüber problemlos hinwegsehen konnten. Schon zuvor hatten sie sich mit Worten liebkost, hatten sich über Mails und Twitter einen liebevollen, zärtlichen Schlagabtausch geliefert, doch eine Hand am Arsch fühlte sich immer besser an als ein Wort. Gerade setzte der Ältere dazu an, Murphy einen dicken Schmatzer aufzudrücken, da wurden sie jäh unterbrochen. Rumpel nieste und es klang, als hätte man in den tiefsten Niederhöllen das Kriegshorn geblasen, um gegen das himmlische Heer zu ziehen. Ja? Ich muss gerade noch mal was einspielen. Diese CD führt dich an einen Waldsee mit einem besonderen Namen. Sie soll dich in innere Ruhe und Gelassenheit bringen und dir helfen, neue Kraft zu tanken. Sie führt dich in die Nähe deines himmlischen Vaters. So, auf einem Regalbrett saß die kleine Homofee und jauchzte. Und die kleine Homofee hieß bestimmt Felicia, nicht wahr? So, jetzt habe ich hier mein Versprechen eingelöst und ich hoffe, ihr seid jetzt alle zufrieden. Ich heule wirklich hier, sagt Lötalina. Na, hoffentlich. Warum hast du das versprochen? Ich weiß es auch nicht. Es war ein Fehler. Auch mir. Und da laufen hin und wieder dumme Fehler. So. Ja, sauber, soll ich die Kerze der Hoffnung hier noch anlassen? Ich glaube ja. Wann wird das verfilmt, sagt man hier? Nee, das wird nicht verfilmt. Da müsste ich ja mitspielen. Na schön. Freut mich, dass es euch freut. Und jetzt können wir weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt, auch Top genannt, hinüberwackeln. Zocken. Zocken. Sollen wir zocken jetzt? Weiß nicht. Bist du fertig mit deinem Pinguin-Pudel? Ich wollte jetzt noch eine Ente reinmachen. Das wird ja dann Pinguin-Pudel-Enten-Desaster. Ja, mach das. Nee, ich habe ja eine Ménage à Trois hier. Oh, nice. Die wollen zur Party und nice. Wir können aber auch zocken. Wir können auch zocken. Wir haben hier nämlich was ganz Besonderes heute tatsächlich. Zu dem anderen besonderen Zeug, was wir ja immer so machen, haben wir noch was Besonderes. Und zwar, magst du das anteasern? Nee, keine Ahnung, was du willst. Ja, wir haben nämlich... Oh, ich sehe schon, mir ist total warm jetzt geworden. Ich weiß auch nicht, warum. Meine Bäckchen sind total glänzend. Ach, süß, so, das Haar. So, jedenfalls. So. Hier steht, Murphy schreibt mir gerade, die Seite, ich habe mir so viel gar keine Mühe gegeben. Das verstehe ich nicht. Die Seite, gar nicht. Ich dachte, das hätte die Talida geschrieben oder schreibt Talida gerade im Murfington-Chat. Das könnte natürlich auch sein. So, ja, mir ist warm geworden. Nicht ich bin warm geworden, sondern mir ist warm geworden. Ah, jetzt weiß ich, was du anteasern wolltest. Ja, natürlich. Sergeant. Bitte, Sergeant. Ich bitte drum. Alter. Do it. Ja, das sind ja noch die Überbleibsel unseres gemeinsamen Studiums, ne, eigentlich. Darauf willst du, glaube ich, jetzt hinaus dann doch. Genau, wir haben ja damals im Studium zusammengesessen, mehrere Jahre sogar, und haben allerlei Unsinn getrieben, unter anderem sehr viel gezockt, zum Beispiel Enemy Territory. Zum Beispiel das. Und auch da
war das Zocken unsere Passion. Ja, unsere Passion. Und nicht nur das Zocken, auch das Computerspiel kreieren. Und ich dachte mir, wir machen das mal heute so. Wir zeigen euch mal eine Jugendsünde von uns beiden, die wir zusammen im Studium damals gemacht haben. War doch während dem Studium, oder war das schon nachher? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, na so. Ja. Nee, ich war noch während dem Studium, glaube ich. War doch während dem Studium, ne? Ich glaube ja, auch. Während dem Studium. Wir haben ein Spiel gemacht. Es ist nie rausgekommen, weil es auch so ein bisschen verbuggt war. Aber trotzdem kann man das mal zeigen. Und ich zeige das jetzt mal hier, wenn ich jetzt mal hier das hier ausmache und das hier anmache. Voila! Da seht ihr mal, das war unser Menü. Ja, es gab. Startest du schon ein, dann starte ich auch ein. Ja, genau, ich bin schon im Menü und es gibt ein Tutorial, was eigentlich nur ein Screen ist, was man. Ihr werdet sehen, das ist eigentlich total einfach und total easy. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann würde ich mal einfach das Spiel mal starten und da kommt ja erstmal so ein kleines Intro, nicht wahr? Und das würde ich durchlaufen lassen und danach können wir einfach noch weiter quatschen. Was hältst du davon? Ich würde auch einen starten. Startest du Stage 1 oder ja, Tutorial? Ich würde mit der Stage 1 einstarten. Stage 1. Dann genau. Sag, wann du anstartest, dann starte ich auch an. Warte mal, ich muss aber kannst die Kamera richtig positionieren. Also, und so auch, dass die Kerze hatte, natürlich auch mit dabei ist. Dass ich hier meine Auflösung mal runternehme vom Hauptmonitor. Also Bock ist da, schreiben Sie gerade, insofern Stage 1. Bist du bereit? Und 3, 2, 1. Error. Bei mir nicht. If I had known then, ja, doch, ich habe einen Error, geht trotzdem los. Had I done anything different? Maybe. In the year 2350... The world was on the brink of war. Two enterprises competed for the energy supply of humanity, the Solar Empire and the Magma Imperium. Each tried to defeat the other by all means possible. Whoever succeeds in this war would be able to turn 53 trillion kilowatts into profit weekly. It was then that the Magma Imperium executed their first strike. The Solar Empire looked for an airborne mercenary. They found me. My first mission was to defend the Solar Canyon. Genau, also die Geschichte ist eigentlich relativ easy. Wir hatten ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das kam, aber wir haben ja irgendwann mal angefangen und gesagt, ey, lass uns mal ein Spiel machen. Und wir haben dann angefangen mit rumzuspinnen und hatten dann diesen Titel 53 Trillionen Kilowatt und fanden das beide so lustig, dass wir da gesagt haben, komm, darauf machen wir ein Spiel. Und dann habe ich die Geschichte darum konstruiert damals. Ja. Ich muss noch mal laufen lassen. Ja, ich hatte keinen Sound. Red weiter, ich lasse mal laufen hier. Ach so, okay. Also ich bin ja schon im ersten Level mal drin. Also ihr seht, das ist ein horizontaler Shooter, ganz easy. Ich habe das Ganze damals mit Game Maker gemacht, das gibt's immer noch. Damals war das natürlich eine ganz andere Versionsnummer, viel schlechter noch und es konnte viel weniger und so weiter. Aber man konnte trotzdem einiges zusammenbauen. KW heißt Kilowatt und es geht eben um zwei... ich sag jetzt mal... Megakonzerne, die Energiekonzerne sind natürlich, ja, wegweisend, wie ich da die Thematiken der Zukunft schon aufgenommen habe und verarbeitet habe. Jedenfalls geht es um zwei Megakonzerne und beide kämpfen gegeneinander um den Absatzmarkt, der eben 53 Trillionen Kilowatt groß ist. So. Die man, weiß ich nicht, monatlich, wöchentlich, jährlich. Oh, ich bin gestorben gerade. Wie war die Steuerung nochmal? Sag's nochmal an. Ah, ich bin leider gestorben. Also, Falters rechts, eigenen links, Spiel bin ich gestorben. Ja, ist nicht schlimm. Sag nochmal die Steuerung. Jetzt fangen wir nochmal gemeinsam an, ne? Ja, jetzt spiele ich schon. C, X und V. Also, T? C. Cäsar. Cäsar ist Schuss. Ah, oh, ja, mein Gott. Oh, Alter, das war so gut, echt. Alter, das war so gut. Das hättest du, wir wären reich jetzt. Genau, also die Sache war, wir haben damals mit Game Maker gearbeitet und haben dann angefangen, also da das Ding zu machen. Und es hat auch immer mehr funktioniert. Wir hatten so eine Custom DLL, die hat ja irgendjemand gemacht aus der Community bei Game Maker. Und die konnte auch 3D anzeigen. Normalerweise ist Game Maker ja so ein 2D-Ding. Und
das war natürlich für uns oder für mich damals total interessant, weil ich auch damals angefangen habe mit 3D. Und Osler hat dann die Raumschiffe konstruiert. So war das doch, ne? Ich habe die Raumschiffe gemacht. Genau, und ich habe das Ganze programmiert und dann hier noch die anderen Sachen gemacht. Oh. Bin auch draufgegangen, da leckt mich doch. Leck mich doch fett, unser Spiel war viel zu schwer. Heutzutage wird das keiner mehr spielen. Jetzt muss ich nochmal den ganzen Vorspann hier reinziehen, ne, wa? Ja, also das war dann das eigentliche große Problem war dann, wir hatten dann eben so eine Custom DLL und die wurde irgendwann nicht mehr weiterentwickelt von demjenigen, der das damals angefangen hatte. Und Custom DLL musst du mal erklären kurz. Ja, das ist halt so eine Art Zusatz-Plugin für Game Maker, dass man aber selbst nicht irgendwie weiter jetzt programmieren konnte, sondern das musste immer derjenige machen, weil es eben kompiliert war. Also man konnte nicht mehr an den Source Code ran. Und ich kannte mich damals auch mit Programmierung überhaupt nicht aus eigentlich. Und deshalb habe ich mich eher auf das Design, mit dem Design beschäftigt und habe dann halt hier das so ein bisschen zusammengecodet mit Game Maker. So, wenn ich jetzt mal schaffe, wenn ich nicht gleich schon wieder sterbe, dann kriege ich jetzt nämlich gleich das erste super Special Feature. Man hat drei unterschiedliche Sachen, die man... super schwer. Drei unterschiedliche Farben, die man einsammeln kann. Blau, grün und gelb, das steht immer rechts oben, sieht man das. Und wenn man immer 10 hat, dann wird das halt weiter geupgradet. Und wenn man auf Stufe 3 ist und dann nochmal 10 eingesammelt hat, dann bekam man so ein zeitweise super Special. Hier, da haben wir es jetzt. Jawohl, ich habe zwei Drohnen dazu bekommen. Sieht eigentlich immer noch ganz lustig aus, finde ich, ne? Ey, finde ich, mit dem Handy-Game könnte das locker mitfahren. Stimmt, wir müssen das fürs Handy mal rausbringen. Das wäre eigentlich die Idee. Also du kannst, glaube ich, mit Unity müsstest du das hinkriegen, dass du so ein Preset quasi besorgst und dann die Funktionalität einfach da drauf überträgst. Und die Modelle habe ich noch, die liegen im Ordner noch drin. Ja, die habe ich auch noch alle, also da könnte man nochmal irgendwann sich dran setzen. Jedenfalls, ich will jetzt bis zum Ende kommen. Jedenfalls, es gibt nur 4 Stages insgesamt, aber dafür sind die Stages relativ lang. Also wie man sieht, das ist jetzt alles die erste Stage, ich zeige gleich mal die anderen Stages. Aber es ist lustig, also es, für mich, also auch die Hintergrundmusik damals haben wir natürlich auch selber gemacht, teilweise... Hast du welche Tracks beigesteuert und teilweise habe ich die beigesteuert, ne? Ja, und der erste ist deiner. Genau, und ich muss sagen, also ganz ehrlich, die Erinnerung daran, die ist noch so lebendig, irgendwie an die Zeit, als wir das Ding da gemacht haben und immer dann da saßen und das, das macht einfach Spaß, wenn man zusammen irgendwelche Sachen generiert oder so. Also es gab so ein Spiel, Raptor heißt das, daran erinnert mich das. Stimmt, so ein bisschen. Ja, genau. Na gut, das ist halt ein horizontaler Shooter im Endeffekt. Oh, jetzt bin ich schon wieder draufgegangen. Alter, das ist ja echt super schwer. Ich bin jetzt, glaube ich, bald am Levelende hier angelangt. Ja, mit V kannst du dran denken, kannst du noch eine Rakete abschießen, ne? Ja, mache ich auch, aber es bringt nichts. Ich bin zu aufgeregt. Ist ja live jetzt hier. Genau, die Stimme übrigens, die man da hört, das waren einfach nur so ein... Ah, jetzt bin ich hier am Ende des Levels angelangt. Jetzt wird das hier ausgefadet und es kommt kurze Zwischensequenz. Schleise. After successfully defeating the enemy in the canyon, the Solar Empire sent me to another province called Dalgari. Which was also infested by the Magma Imperium. To get there, I had to cross a range called Arcticum. Cold, hostile, and covered in snow, but not very lonely. Genau, das sind immer so diese Zwischensequenzen mit diesen drei geteilten Screens im Endeffekt. Und jedes Level sieht halt so ein bisschen anders aus einfach, ne? Andere Texturen und so weiter. Und hier schrieb gerade jemand, gibt's irgendwas, was ihr nicht könnt? Das sind natürlich alles Sachen, die muss man lernen. Und das hat auch für uns lange gedauert. Wir haben davor auch nochmal andere Sachen gemacht, die man gar nicht wirklich zeigen kann. Weißt du noch, Abronski.de und sowas. Also Abronski, das Spiel, hatten wir noch irgendwann mal gemacht. Ja, aber da gab's nur ein Level. Naja, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das unser Beruf eigentlich auch ist, ne? Ja. Beziehungsweise Teilbereiche vom Beruf. Teilbereiche, ja, genau. Genau. Aber ich muss sagen, also wenn man heutzutage Mobile Games ansieht, dann sehen jetzt die Assets, also jetzt was Grafik anbelangt, gar nicht mal so unterschiedlich aus. Ich meine, wann haben wir das gemacht? 2006 oder sowas? Dann war es bei mir nachher. Jetzt muss ich ja noch hier mal, ja, jetzt, man wird jetzt schon beschossen. Es gibt jetzt also pro Level gibt es dann irgendwie neue Sachen. Und neue Gegner auch.
Und jetzt habe ich hier was aufgesammelt. Das ist nämlich auch ziemlich cool. Da muss man X drücken und das ist eine Bombe, die auf dem Boden entlang wird so eine Anzeige fort. Es ist wie so ein Minispiel. Also eine Anzeige bewegt sich auf dem Boden entlang fort und dann kann ich ja auch Bodeneinheiten damit angreifen. Wenn wir hier zum Beispiel das Ding hier. Bäm! Riesenbombe gezündet. Und ja, das war sozusagen das Nächste, was man hier machen konnte. Die zusätzlich zu den Raketen hat man jetzt auch noch Bomben, die man nach unten packen kann. Hier, rums. Ah, das ging nicht kaputt. Oh nein! Ich muss die alle haben. Ich bin gestorben! Ich bin gestorben! So, ich geh jetzt mal direkt weiter in die Stage 3. Ja, damit man das auch mal zeigen kann. Ach, ich sehe gar nicht, meine Gesundheit sehe ich gar nicht. The green fields of Dalgary were beyond. Oh, scheiße, ey. Ich hab nochmal eine kurze Zwischensequenz. Dug deep and scarred the land without mercy. On this dying soil, my fighting was only for revenge. Genau, und die Geschichte ist halt so, dass diese zwei Energiekonzerne, das eine ist also dieses Solar Empire, also die Leute, die Solarenergie benutzen, und die anderen benutzen Erdwärme, also Magma, als Energieträger. Und die bekriegen sich also. Und jetzt sind wir als Fighter der Solar Corporation in das Gebiet der Magma-Leute eingedrungen und zerstören jetzt erstmal hier alles. Für Recht und Ordnung zu sorgen. Ja, für Recht und Ordnung. Oh, ich bin schon wieder kaputt gegangen, verdammte Scheiße. Ey, wir haben das Spiel zu schwer. Allerdings muss man auch sagen, normalerweise würde man ja hier auch schon mit mehr Upgrades anfangen, wenn man das jetzt wirklich durchspielen würde, ne? Hier kommen auch so Lava-Berge aus dem. Das Balancing war ziemlich kompliziert bei diesem Spiel. Also das ist auch bisher noch nicht ganz abgeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht ganz abgeschlossen. Oh, ah, hier kommt was. Was am Anfang steht auf sich? Da die Frage. Das war ja mal die Seite, die ich gehabt habe, um Freeware-Spiele zu promoten. Und das habe ich ja jetzt. Oh, jetzt kommt hier so ein Zwischengegner. Wir haben auch noch einen Zwischengegner. Guckt euch das Ding an, das riesige Schiff. Oh. Muss mir noch erinnern, wie das hier ging mit. Oh, ich bin tot. Auf jeden Fall, hier sieht man schön den Zwischengegner, der mich gerade schön platt gemacht hat. Alter Schwede. Na gut, dann gehe ich mal auf Stage 4 und wir gucken uns die letzte Stage an. Hä? Kannst du da reingehen? Ja. Ich nicht. Ich muss man den nicht freispielen? Ja, doch, muss man einmal freispielen. Habe ich aber mal wohl freigespielt. Ach du. Ich noch nicht. To fly into the fiery lion's den, the magma field. Genau, also man ist jetzt als Solar-Kämpfer jetzt in das Zentrum der Magma-Leute reingeflogen. Hier, sieht man, Welcome to Magma Imperium, was natürlich auch schon eigentlich bescheuert ist. So, hier wird es natürlich richtig schwer allmählich. Ich muss mich jetzt hier auch ziemlich konzentrieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann jetzt hier gar nicht mehr so einfach, laber du mal. Aber ich muss mich leider auch konzentrieren. Boah, ich bin schon wieder gestorben. Ja, dann kann ich auch. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, bei dem Projekt habe ich so ein bisschen über Texturieren gelernt. Das weiß ich noch. Ich glaube, das ist so das A und O, dass man bei Projekten einfach immer sich irgendwie ein Ziel setzt und irgendwas lernt in diesem Bereich, ne? Ja, und zum Beispiel. Genau, das war so. Und dann natürlich so dieses Science-Fiction-Design. Das ist auch eigentlich nicht so meins. Und ich muss ja der Ordnung halt halber auch mal sagen, dass du wirklich das meiste auch daran gemacht hast. Also die Programmierung ist ja mindestens 50-70%. Dann hast du das Environment gemacht und die paar Raumschiffe sind da eigentlich. Ja, ich hatte halt immer Interesse daran, irgendwie was zu lernen. Und während dem Studium hatte ich halt auch wirklich Zeit. Das, was mir jetzt oft fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich ja auch ändern möchte, habe ich ja auch schon öfter mal gepostet, so in dem Ding. Dass man halt wirklich sich hinsetzt und anhand eines Projektes irgendwie lernt. Das finde ich halt irgendwie eigentlich super. Und das gefällt mir total gut. Game over, da seht ihr es.
Also, die Geschichte ist auf jeden Fall, man fliegt am Ende in dieses Markwa-Ding rein. Wenn man es geschafft hat, hat man noch so einen riesigen Endgegner, den man dann auch noch kaputt machen muss. Und wenn der kaputt ist, dann explodiert dieses ganze Magma-Imperium und durch die ganzen Partikel, Staubpartikel, die aufgebibbelt werden, kann aber auch das Solar-Imperium keine Energie mehr gewinnen und damit sind alle kaputt und tot und stimmt. Du bist der Verantwortliche. So ist das. Genau, noch. Stimmt, so war das. Okay, der Rumpel, ey. Warte mal, geht's noch schlechter? Ja, Moment, das haben wir gleich. Ja, ey. Man muss immer dystopisch denken. Warum eigentlich nicht? Ja, hey. Aber find ich gut. Ist total rund, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe ja auch von anderen Seiten da, ich will nicht sagen Lob eingeheimst, aber in gewisser Weise ja du. Das wurde sehr gerne gespielt. Ja, nee, also hier steht, Cut 80 sagt nur viel zu schwer, oder? Ich weiß es gar nicht, ob es zu schwer ist, ehrlich gesagt. Ah, ich glaube, wir sind einfach momentan eher schlecht. Also ich habe das schon geschafft, auch zu spielen. Ich habe das auch geschafft. Damals, als wir das entwickelt haben, genau. Da war das, da ging das irgendwie. Ja, ich glaube, man muss einmal einen Kniff raus haben, was ja schwierig ist, die Typen zu treffen, obwohl die auch ballern. Ja, genau. Also ja, glaub, man muss. Wenn wir das irgendwann nochmal wieder aufleben lassen, das Spiel, dann werdet ihr das natürlich auch mitbekommen. Und ich nehme an, dass wir es dann etwas einfacher machen werden. Würde ich jetzt mal denken. Also ich glaube, das ist Unity einfach angenehmer. Das Tool. Genau. Das ist. Da kannst du die ja auch generieren, also generieren lassen. Also du musst die nicht von Hand setzen, wann welche Gegner kommen, sondern du kannst einfach ein Programm das für dich erledigen lassen. Boah, soll ich noch was spoilern? Das wollte ich eigentlich diese Runde, also in diesen Livestream noch reinbringen, aber das schaffen wir jetzt gar nicht mehr. Ich würde jetzt allmählich zum Community-Spiel übergehen. Aber ich wollte eigentlich noch was anderes machen. Ja, ja, ja. Aber das würden wir dann vielleicht in der nächsten Runde machen. Ja, im nächsten Livestream. Soll ich das, weiß ja nicht, soll ich das spoilern? Da geht. Soll ich das spoilern? Kannst du mich gerade anrufen und mir das erstmal sagen? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ah, oh Mann, Vorsicht, Junge! Kann ich nicht. Oh, nein! Ich sag mal, die Community auf. Soll mir mal sagen, ob ich spoilern Alter. Soll oder nicht. Ob ich was Ey, wenn ich jetzt in Köln wäre, dann würde ich hier alles ausmachen und direkt hier, paff, Endgame Rage Quit und dem Rumpel auf die Fresse hauen. Ballern. So, ich spoilere das jetzt einfach mal ein bisschen. Und zwar habe ich ja schon mal in einem Let's Play ein Talkabout, als ich Warlock gespielt habe, da habe ich das schon mal erwähnt. Und zwar habe ich ja eine Facharbeit geschrieben in Bayern. Ich habe ja bayerisches Abitur. Bayern. Ja, und in Bayern, hast du auch Facharbeit geschrieben eigentlich? Nee, habe ich nicht. Hast du jetzt gerade überlegt, mit wem ich spreche oder was war das für eine Pause? Nee, ich hab überlegt. Nee, ich hab eine Diplomarbeit über Character Design geschrieben. Ah, nice. Aber da weiter über Filme, die in einem Raum nur spielen, habe ich geschrieben in der Diplomarbeit. Also aber meine Facharbeit, und für die Leute, die Facharbeit nicht kennen, das ist im Endeffekt auf dem Gymnasium beim Abitur eine schriftliche Arbeit, die zu Hause erstellt wird, die so, ich sage jetzt mal, in Tendenzen schon wissenschaftlich erarbeitet werden soll. Also es ist so eigentlich so das erste schriftliche Dokument, wo man wirklich sagt, das ist jetzt nicht mehr nur noch eine Hausarbeit, sondern das ist so wirklich eine wissenschaftliche Arbeit, in der man sich irgendwie akademisch mit irgendeinem Thema auseinandersetzt. Und wir konnten das Thema natürlich selbst wählen und viele haben sich dann, also in den Leistungskursen macht man das. Damals hatten wir noch Leistungskurse, ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Jedenfalls hatte ich Deutsch und Physik als LK, als Leistungskurs. Dann noch, was war das noch? Französisch und Ethik, glaube ich, als zwei zusätzliche Wahlfächer. Ich habe meine Facharbeit über das Schärfen von Fotos geschrieben. Da sieht man mal, es gibt also auch Leute aus der Community, die durchaus auch Facharbeiten geschrieben haben. Jedenfalls habe ich meine Facharbeit über die Ästhetik des deutschen Black Metal geschrieben. Die Facharbeit heißt Black Metal vom Hass, Tod und dem Untergang des Menschen. Ja, mit einer selbstgezeichneten, wo wir jetzt gerade bei Dystopie sind, mit einer selbstgezeichneten Dämonenarmee damals. Ja. Oh, dann zeichne ich jetzt mal, während du das erzählst, zeichne ich noch schnell einen Dämon. Ja, genau. Und
Diese Facharbeit hatte ich mal angekündigt, dass ich die irgendwann vorlesen werde. Und ich dachte mir, das mache ich jetzt einfach hier in dem Livestream immer mal wieder. Ich werde immer ein Stück aus dieser Facharbeit vorlesen. Vielleicht als Teaser. Ach du Lieber, schreibt schon jemand. Ja, als Teaser werde ich mal. 2000 war das. 2000 habe ich Abitur gemacht. Thema: Die Ästhetik des deutschen Black Metal anhand seiner Songtexte. Leistungskurs Deutsch, Kursleiterin Frau Jung, einen schönen Gruß an Frau Jung, die das hier bestimmt nicht sehen wird. Erzielte Note übrigens 15 Punkte. Und von 15? Ja, von 15. So, und hier ist die Gliederung, ja. So, ja, eine wissenschaftliche, akademische Gliederung. Und ich kann mal so ein bisschen die Gliederung vorlesen. Punkt 1, die ästhetischen Aspekte des Black Metal. 1.1, Definition des Begriffes Ästhetik. 1.2, Erklärung von Black Metal. 1.3, Black Metal als Gesamtkunstwerk. So, und dann kommen die charakteristischen Themenkomplexe in Black Metal-Texten. Charakteristischen Themenkomplexe in den Black Metal-Texten, zum Beispiel die Rolle der Menschheit, das menschliche Leben, Krieg als herbeigewünschtes Szenario, Untergang der Menschheit, die Rolle des Christentums, das Antichristentum, Satanismus als eine Provokation für das Christentum, Verherrlichung der Vergangenheit, vergleichbare Thematik in der Literatur, Ansätze zu einer Ästhetik des Black Metal, charakteristische und so weiter und so weiter. Das Ganze hat relativ viele Seiten und ist eigentlich relativ lustig zu lesen teilweise. Und ich würde mal da Ausschnitte daraus vorlesen. Und außerdem gibt es auch noch einen Black Metal Song, den ich natürlich auch selbst... Natürlich. Ne? Der kommt gleich auch noch. Komponiert und performt habe. Und der Black Metal Text, das kann ich jetzt auch noch mal ganz kurz zeigen, als Riesenspoiler, heißt Lobet den Zerfall. Und ja, das, was ihr hier seht als Foto, das bin ich mit etwa 17 oder 18 Jahren. In meiner Black Metal Phase. So, hätten wir das auch geklärt. So. Auf jeden Fall habe ich den Song natürlich auch noch und den würde ich dann auch nochmal vorspielen. Ach so, aber das kommt jetzt erst nächste Woche, ne? Das kommt erst nächste Woche. Also schade. Schade, jetzt wo ich gerade so ein bisschen eine Form gefunden habe für meinen Satan, aber... Na klar habe ich den noch, den Song. Schreiben sie ja gerade. Gibt's nicht, Corpse Paint und so. Richtig true, aber mit V geschrieben, bitte. Muss sein. Oh. Jetzt bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Ach, blöd. Ach, blöd. So, es ist so schön weihnachtlich hier. Ich will gar nicht Gewalt und, weihnachtlich, und Kopf, aber echt Kopfschüsse mal, wieder auffahren. Aber ich muss. Ich muss. Ja. Muss auch echt jetzt mal einmal machen. Aber du hast angefangen. Magst du das nicht irgendwo hochladen, damit man sich das in Ruhe durchlesen kann? Werde ich wahrscheinlich auch machen, ja. Inklusive des Songs natürlich. So, an alle Black Metaller heute nochmal ein gepfifftes 07. Ja. Hier, warte mal, hier könnte man doch so einen machen. Aber wir spielen eine Runde Loadout, wenn ihr Bock drauf habt. Bist du denn schon irgendwie drin? Oh, ich muss meine Kamera wieder umstellen. Das habe ich jetzt irgendwie geändert, weil ich ein bisschen kleiner bin. Nein. So. Ich noch nicht. Ich könnte aber. Die wollen eine gute Nachtgeschichte. Aber Muffin ist am Start. Erstmal machen wir. Ich brauche irgendwie was zu trinken. Kannst du die Leute mal unterhalten? Ich muss mir was zu trinken holen, weil ich so viel rede. Ja, genau. Also der Rumpel, der redet immer so viel. Gleich fliegt das die Kerze runter und, schon immer und so. Alles brennt ab hier. Dann bemühe ich an dieser Stelle auch mal die Community, denn so funktioniert ja die Sache. So, pass auf. Was wird denn hier so geschehen?